guten Morgen. Roller Walter, was machst du denn da für ein Lärm? Ja, servus, grüß dich. Ja, ich fahre gerade mit dem Seniorenmobil durch die Gegend. Wir tun was für Personenkreise, die nicht mehr ganz so mobil sind. Da haben wir hier eine ganze Palette an wunderschönen Geräten da stehen. Das ist ja eine wahre Farbenpracht. Das ist wahre Farbenpracht und auch wahre Modellpracht. Blau, rot, silber. Und Orange. Orange gibt es aber, glaube ich, auch in Braun und Schwarz und Und Weiß Weiß. Und und, ja also genau. ich glaube, da gibt es Alle, alles, was das Herz begehrt, gell? ziemlich alle Farben gibt es hier, ja. Ja. Man sieht ja da, die kleine da, die gibt es nur in Rot. Die wird bei uns Flotte Lotte genannt, weil sie so pfiffig ist. Geht so 6 km/h schnell, darfst auf jedem Gehsteig fahren, darfst in jeder Fußgängerzone fahren. Wir hatten sogar schon eine Kundin da, mit die durfte die mit ins Krankenhaus nehmen, anstatt im Rollstuhl und durfte da auch fahren. Kannst zusammenlegen, hat 22 Kilo, kannst in jedem Auto mitnehmen, eigentlich ein ganz so cooles Gerät, wenn die Mobilität ein bisschen eingeschränkt ist. Das ist halt so was Klappbares Das ist was für Klappbares zum Mitnehmen und das ist halt was jetzt, in sag ein ich Auto mal, passt. Und das ist, was du auf der Straße auch verwenden kannst. genau, da darfst du also Wo darf man damit am fahren? Gehsteig nicht. Ja, aber ich sehe sie Gehsteig immer ist wieder. tabu, man sieht es immer wieder Und ich und glaube, es sagt auch keiner, wie man vernünftig wenn man fährt. vernünftig unterwegs ist und gewisses Alter erreicht hat, glaube ich, sind die Polizisten da doch ein bisschen nachsichtig. Und wir haben die auch jetzt in zwei Modellvarianten da. Vierrädrig hier, blau und rot und dann dreirädrig. Also, weil die Befindlichkeiten der Personen sind sehr unterschiedlich. Der eine sagt, mir ist das Vierradlige lieber, weil es ist stabiler. Der andere sagt, Dreiradl finde ich ein bisschen sportlicher, nur finde ich ein bisschen pfiffiger. Das ist eigentlich ein ganzer. Ist halt wendiger, so ein Dreirader ist halt ein Der bisschen Dreiradl, genau, wendiger. da ist Muss man halt, nicht man so sieht, aufpassen, weil die Randsteine, genau, glaube mit ich, den gell? anderen, da sieht man halt, der Wendekreis, der ist halt, halt doch sehr eingeschränkt. Dagegen, wenn du jetzt einen Dreiradler anschaust, dann geht der halt da schon deutlich weiter rüber. Also du bist schon deutlich flexibler mit Dreiradler als mit Vierradler. Aber wenn die Personen meinen, dass Vierradler für sie stabil mehr Stabilität bringt, dann ist es auch Muss halt okay und dann jeder passt was. es. Man muss halt auch immer schauen, du hast ja da unterschiedliche Modelle. Was ist da der Hauptunterschied? Da Oder, hinten, der wirkt ein bisschen höher. genau, das sind von der Größe, der eine da hinten ist ein bisschen höher, der ist ein bisschen niedriger. Ausstattungs, Sitze sind, glaube ich, überall verschiebbar, die sind verstellbar. verschiebbar, überall kannst auch schön die Lehnen zum Ein- und Aussteigen Ja. hochtun. Sie haben Sicherheitsgurte. Für was braucht man denn die? Ja, wenn du über 20 km/h bist, brauchst du normalerweise einen Helm. Aber wenn der Sicherheitsgurt dort ist, brauchst du, dann kannst du den Helm sparen, weil sie gehen 25 km/h die Teile. Also die Vorschrift muss man jetzt nicht verstehen, aber es ist so, Es oder? ist so, ja, muss man Okay. einfach so hinnehmen. Ja. Wo ist denn da der Akku verbaut? Der Oder was Akku, haben die überhaupt für also Akkus? die Akkus kriegst hier in drei Varianten: entweder 20 Ampere-Stunden Bleigel-Akku oder 20 Ampere-Stunden Lithium-Ionen-Akku oder 30 Ampere-Stunden Lithium-Ionen-Akku. Man sieht hier, wenn man da reinschaut, da hinten Kommen ist wir der mal Akku dahinter drinnen. zu dir. Da haben wir Oh, einen. auch in Ist Rollerfarbe. jetzt reiner Zufall, also dass der jetzt blau ist. Man kann ihn auch abstecken und mitnehmen. Er ist nicht sehr schwer. Man kann ihn auch, sage ich mal, in einen ersten, zweiten Stock rauftragen Was wiegt denn zum der? Der Laden. wiegt, der Der schaut so wiegt nach ja. 3, 4 Kilo Naja, aus. das nicht, er wiegt so 5, 6 Kilo. Also, das ist also. Also das ist gut Das machbar, ist gell? gut, ganz gut machbar letztendlich. Das so. Auch da hinten kriegt er dann das Versicherungskennzeichen. Da kommt das Kennzeichen drauf, genau. Da kommt das Aha. Kennzeichen drauf. Und dann kommt es damit auch schon los. Er hat, alle haben auch ein schönes, großes Topcase mit dabei. Wie viel da. geht denn da rein? Zeig uns das Das doch wird mal. so ein 30 Liter Topcase sein. Da geht schon ganz schön was rein. Gut, jetzt haben wir ein Ding drin. Jetzt haben wir das Ladegerät drin. Brauchst du Topcase auch einen Sicherheitsgurt, Nein, ne? das ist, wenn du was transportierst, damit das nicht durch die Gegend fliegt. Aha, und das ist dann das Das Ladegerät. ist das Ladegerät. Das kann man ja auch da vorne irgendwo anstecken. Genau. Zeig uns das doch auch Das nochmal. kann man da vorne. Du kannst also den Akku raustun zum Laden. Ja. Oder Wenn da du eine vorne Garage anstecken. hast. Genau, oder da vorne anstecken, dann kannst du den Akku drin lassen. Ja, super. Und wie lange dauert es dann, bis das voll So ist? 4, 5 Stunden, dann wird er ungefähr voll sein. Im Winter, wie ist es da mit den Akkus? Ja, im Winter ist halt so, dem Akku macht der Kälte eigentlich nicht viel aus. Die Reichweite nimmt halt ab. Die Reichweite bei den Teilen, die liegt so je nach Akkugröße so zwischen 40, 50, 60 Kilometer.
Das kommt auf die Akkugröße drauf an und auf den Fahrstil und auf die Fahrprofile, wo ich fahre. Wenn es natürlich bergig ist, dann wird es ein bisschen. Und was mache ich jetzt mit dem im Winter, wenn ich gar nicht mehr fahre? Wenn ich gar nicht mehr fahre, tue ich den Akku raus, tue ihn ins Warme und das Gerät selber kann durchaus in der Garage stehen bleiben. Und wenn ich keine Garage habe, dann decke ich es halt ab und lasse den Freien draußen stehen. Aber zum Abdecken macht durchaus Sinn. Mhm. Jetzt muss man doch noch mal den Orangen da hinten zeigen. Der Orangen, der schaut ja schon recht pfiffig aus, finde ich. Der ist halt für ein bisschen kompaktere Personen, oder? Weil er relativ hoch auch gebaut ist, auch mit Rückenlehne, das finde ich auch und sehr schön. Mit Kopfstütze ja. Dabei. Ansonsten Inhalt in dieser gleiche, geht auch 25 km/h. Dann können wir mal einschalten, dann sieht man einmal das Display hier. Ui, das ist ja voll digital, gell? Voll digitales Display, ja. Da sieht man dann, wie viel Akku er noch hat. Das ist der Akkustand, genau. Er hat auch Vorwärts-Rückwärtsgang und hat 3 Fahrstufen von der Geschwindigkeit her. Also an sich. Und der Rückwärtsgang piepst bei allen so groß, bei alle, oder? Ja. Das ist richtig schön. Und wie du siehst hier, wird auch im Display angezeigt, dass der Rückwärtsgang ist. Und wenn ich jetzt wieder auf D schalte, dann auf Vorwärtsgang, dann wird es auch angezeigt. Dann hast du halt Blinker. Dann haben wir hier die Hupe. Dann haben wir hier den Blinker, kommt auch im Display her. Mhm. Ja, dann wieder drauf drücken, dann hast du hier das Fernlicht. Mhm. Also kannst du deine Nachtski fahren. Dann gibt es da noch so ein kleines Handschuhfach. Genau, gibt es auch einen USB-Anschluss. Du kannst das Handy laden. Super. Also ganz cool. Und da kann man nochmal irgendwie Einkäufe hier hängen, die man dann immer ganz hinten untergebracht hat im Topcase. Genau. Und das ist eben auch wieder die Ladebuchse, die ist ja bei dem Modell ein bisschen anders. Die ist ein bisschen anders. Besser, aber ja, genau. Ansonsten alles gleich eigentlich. Also es ist wirklich, sind wirklich Geräte, die für die Mobilität wirklich gut sind, wo du mal hinauskommst, wo du einkaufen fahren kannst, wo du einfach bewegen kannst. Ja, und unabhängig. Ja. Und man ist nicht unabhängig. Immer auf irgendjemand angewiesen, genau. Der man, fahr mir doch mal schnell, ich brauche ein paar Semmeln. Ne? Genau. Sondern da kann man dann wieder selber fahren. Das ich brauche nicht immer gleich ein Familientaxi, ja, der mir irgendwo hinfährt, sondern wenn es mir dann noch ist, dass ich jetzt vorfahre, dann sitze ich wieder auf und fahre fort. Ja. Egal, ob im Biergarten, zum Friedhof oder zum Einkaufen oder sonst wo, vollkommen wurscht. Aber was es da auch noch gibt, das ist ja dieses Beinkleid dazu im Winter jetzt. Das man über die Beine tut, das kannst du uns eigentlich auch mal schnell zeigen. So, und wenn sie im Winter fahrt, schaut her, da gibt es ein wunderbares Beinkleid, damit sie nicht friert. Es ist ganz einfach anziehen, über den Kopf rüber. Dann gibt es da hinten so einen Klettverschluss. Dann macht man das da fest. Sitzt sie da auf, ist total geschützt. Man friert nicht. Schaut aus wie ein Metzgergeselle. Und man kann schon losfahren auch. Jetzt lasse ich den mal hinaus, oder? Ja, jetzt mache ich noch ein bisschen einen Lärm schnell. Ja, dann wünsche ich dir eine gute Fahrt. Wo geht's denn jetzt noch hin? Servus, Pferde. Ich fahre jetzt zum Weißwurstfrühschoppen. Pferd euch. Servus. Macht das gut. Ich bleib mobil. Lasst es schmecken. Danke.